wuschiger Wanderdrache. Ich bin nicht wuschig. Sag mal, verletzt dich eigentlich mein Erfolg bei Frauen? Wieso sollte das? Aber ganz ehrlich, halt die Klappe, alter weißer Mann. Also ja. Nein, du sollst die Klappe halten, weil ich Angst habe, dass sonst deine Cookie Dent nicht mehr hält. Ach, du verliebter kleiner Ochsenfrosch. Ich kann nichts dafür, dass die Frauen dermaßen auf mich stehen. Herrgott, ernsthaft, was redest du denn? Welche Frau steht denn bitte schön auf dich? Also ich kenne keine. Was ist da mit diesem Fuzzilinchen? Я сорву ромашку, сяду, погадаю. Ты скажи, цветочек не та я. Ой, любой, как пташка, подскажи, ромашка, где же ты, любимая моя? Ой, любой, как пташка, подскажи, ромашка, где же ты, любимая моя? Раз, два, лепесток, три, четыре, лепесток, пролетают дни, как ветер вдаль. Ой, ромашка не тая, где любимая моя, утоли скорей мою печаль. Was soll mit denen sein? So sehr freut sie sich auf jedes Video von mir. Lass mich in Ruhe. Neulich hab ich eine Doku über Amy Winehouse gesehen. Ach, hast du die auch endlich entdeckt? In dieser Doku wurde etwas gesagt, was mir sehr gefallen hat. Ich möchte es nicht hören, Brennel. Und zwar, dass Menschen wie Amy Winehouse und Kurt Cobain so etwas wie Märtyrer sind, weil sie ihre eigenen Schmerzen öffentlich in ihren Liedern verarbeiten und so Tausenden von Menschen helfen, deren Schmerzen zu überwinden. Und weiter? Vielleicht bin ich ja auch ein Märtyrer, weil ich Witze über mächtige Menschen mache, obwohl sie mich öffentlich bedrohen. Wer bedroht dich denn? Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Brendel, du bist kein Märtyrer. Was riskierst du denn bitte? Naja, immerhin halte ich ja meine Fresse hier hin. Ja, aber nur, weil ich einfach zu hübsch bin für diese Welt. Vergötterte Fuzzis, keine Plattform erlaubt uns Geld zu verdienen, aber unsere Inhalte sollen umsonst bleiben. Deswegen sind wir auf Spenden angewiesen. So, und jetzt geht die Verhöhnung los. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe friedliebende Herzensmenschen und Habeck-Allergiker, liebe regelmäßige Besucher des Fuzzi-Tempels. In letzter Zeit ist es vermehrt zu gewaltsamen Übergriffen auf Politiker gekommen und ich muss... Warte mal, Brendel, willst du nicht... Erstmal betonen, dass du jede Form von Gewalt ablehnst und dich davon distanzierst? Nein. Spinnst du jetzt? Warum muss man heutzutage ständig Dinge betonen, die völlig selbstverständlich sind? Da kommt man ja aus dem Betonen gar nicht mehr raus. Ich betone ja auch nicht, dass ich es für besser halte, dass man sich etwas anziehen sollte, bevor man auf die Straße geht. Und dass man Pipi Kaka besser nicht essen sollte. Boah, du bist manchmal so ekelhaft. Weißt du, was ich absolut ekelhaft finde? Zu betonen, dass jegliche Gewalt absolut inakzeptabel ist und dann die Fake News zu verbreiten, dass hauptsächlich Grüne Opfer von Gewalt werden. Hä, wieso sind das Fake News? Ich dachte, das ist so, sagen zumindest die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, das dachte diese toxische grüne Oma auch. Tatsächlich gibt es auch Statistiken darüber, bei den Gewalt... Sameneingriffen ist die AfD an der Spitze als Opfer. Ulrike Herrmann, jetzt gibt es auch Demonstrationen. Also jetzt haben wir gerade gesehen, Dresden sind die Menschen sofort auf die Straße gegangen. Am Sonntag war das als Reaktion eben auch. 3000 waren es hier und haben eben sich gegen die Gewalt, die auch da passiert ist, gerade in Dresden gewehrt. Es gab auch eine Demonstration, die war ein bisschen kleiner dann in Berlin. Da wird die AfD ja dann auch eben gezielt auch angesprochen. Ist das okay, wenn dieselbe auch zu den Angegriffenen gehört? Ja, also meine Erinnerung ist, dass eigentlich die Grünen diejenigen sind, die am meisten angegriffen werden. Bei den verbalen Attacken ist das so? Ja. Und wenn man sozusagen das, wo dann Sachbeschädigung, Angriffe auch auf Wahlkreisbüros und solche Dinge geht, da ist die AfD leicht vorne. Aha, okay, wusste ich gar nicht. Also ist ja interessant. Ich glaube trotzdem, dass ist natürlich sehr anstrengend. Ach du meine Güte, was ist denn das für eine überforderte Trulla?
Das, mein kleiner Wanderdrache, ist Ulrike Herrmann. Sie ist seit fast 25 Jahren Redakteurin bei der Taz und meines Erachtens entweder sehr, sehr oft vom Wickeltisch gefallen oder sie hat auch Trampolin in einer Flachgarage geübt. Das Ende des Kapitalismus in 30 Sekunden. Können Sie es zusammenfassen? Was wären Ihre Kernaussagen? Erste Aussage, grünes Wachstum wird es nicht geben, weil der Ökostrom nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus zu befeuern, den wir schon haben, plus Wachstum. Zweitens, es geht also um grünes Schrumpfen und diesen Prozess muss man ernst nehmen, den muss man gestalten, denn da werden sehr viele Branchen wegfallen, Flugzeuge, Autos, Chemieindustrie, Banken, alle diese Branchen kommen in Schwierigkeiten. Und drittens, die Lösung für dieses Schrumpfen ist eine Art britische Kriegswirtschaft, also staatliche Planung mit Rationierung. Ach, Brenn, es ist schön, mit dir zusammenzuarbeiten, aber sie ist wenigstens ehrlich. Ja, deswegen sollten die speziellen Worte aus diesem so eigenartigen Gehirn auch viel größere Verbreitung finden. Und wer dann noch die Grünen wählt, sollte besser seinen Tag damit beginnen, sich selbst mit einer Pfanne auf den Schädel zu schlagen. Ich verstehe das nicht. Prüfen die denn bei der Taz nicht vorher, ob jemand ein halbwegs funktionierendes Gehirn hat? Scheinbar nicht. Aber was ist passiert, liebe Fuzzis? Ein SPD-Politiker wurde beim Plakatekleben überfallen und krankenhausreif geschlagen. Leider Gottes ist das inzwischen Alltag in Deutschland. Es trifft Mitglieder aller Parteien. Am meisten betroffen sind die Grünen und die AfD. Die AfD ein kleines bisschen mehr als die Grünen. Was die Grünen tierisch aufregt, weil das natürlich nicht so gut in das Märchen gute Grüne, böse Nazis passt. Deswegen haben die linksgrünen Propagandaschergen der ARD einfach mal die Statistiken verfälscht und behauptet, dass es 1219 Angriffe auf grüne Politiker gab, aber nur 478 auf Mitglieder der AfD. Nun ist es mir wirklich unerklärlich, welche Art von Journalisten bei der ARD arbeiten. Aber sehr viel älter als 4 bis 5 Jahre können sie nicht sein. Denn diese Lüge ist für jedes Kleinkind durch 5 Minuten Kindergarten-Google zu entlarven. Was ist denn bitteschön Kindergarten-Google? Das ist so eine Suchmaschine aus dem Internet. Meine Güte, du kennst auch wirklich gar nichts. Oh mein Gott, vergiss es einfach. Schon vergessen. Also. Das ist die echte Statistik, welche die Gewalttaten gegen Politiker wiedergibt. Und zwar gibt diese Statistik körperliche Gewalttaten wieder, was später noch wichtig wird. Interessanterweise hat die Polizei von den 86 gewaltsamen Angriffen auf AfD-Politiker 61 klar linken Tätern zugeordnet, während nur 8 der 62 Gewalttaten gegen Grüne klar rechten Tätern zugeordnet werden konnten. Und das, obwohl unser Land nach dem krassesten Rechtsruck der letzten 125.000 Jahre ja täglich von marodierenden Nazi-Horden heimgesucht wird. Aber wie kommen die grünen Propagandateufel denn auf den Bolzen, dass am häufigsten Politiker vom Bündnis Nutzlos bzw. grüner Mist angegriffen werden? Das verstehe ich nicht. Ganz einfach, mit einem Propagandatrick für Anfänger. Sie haben einfach die Statistik für verbale Angriffe genommen und auf die körperlichen Angriffe aufgeschlagen. Gott, wie unseriös ist das denn? Es besteht doch ein Riesenunterschied zwischen einer Beleidigung verbal und einem körperlichen Angriff bzw. Gewalttat. Ja, deswegen beitragsblocker.de. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Kein Geld mehr für toxische linksgrüne Propaganda. Übrigens konnte man nur ein Drittel der verbalen Beleidigungen von grünen Politikern sicher rechtsorientierten Tätern zuordnen, was aber niemand daran gehindert hat, die 4.012. Demo gegen rechts zu organisieren, um endlich die Demokratie zu retten. Also nicht wirklich die Demokratie, sondern das, was die Ampel dafür hält. Nur wurde es dann ein klein wenig peinlich, denn trotz extrem prominenter Bestückung kamen gerade mal ca. 1000 Schlafschafe zur Demo. Und das ist schon allein deswegen ein totales Desaster, weil allein in den Ministerien der Regierung, also von Habeck, Baerbock und Co., 12.654 Leute arbeiten. Außerdem arbeiten in Berlin über 300.000 Menschen im öffentlichen Dienst. Aber nicht mal die glauben diesen ganzen Unsinn noch. Aber guck. Einige Oberampelhampel scheinen darüber ernsthaft nachzudenken. Ja, und es scheint, als ob sie dabei Schmerzen hätten. Naja, wenn man Denken nicht so gewohnt ist, Brendel, kann das schon extrem wehtun.
Was meinst du, was die am nächsten Tag für einen Muskelkater hatten? Im Kopf. Liebe Fuzzis, es ist schon wieder zu einem handfesten Skandal bei den öffentlich Verächtlichen gekommen. Diesmal bei Frau Maischzwerger. Die folgenden Bilder sind nicht leicht zu ertragen. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich kann nichts dafür, wenn die Grünen in den Bierzelten und sonst wo ausgepfiffen werden. Sie brauchen doch nicht glauben, dass die Leute auf das warten, was ich zu den Grünen sage, sondern die haben selber die Nase voll von diesem Heizungsgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, dieser beschleunigten Einbürgerung, all diesen Dingen in letzter Zeit, Cannabisfreigabe und viele solcher Dinge, wo einfach der Normalbürger sagt, kümmert euch lieber, dass meine Energie bezahlbar ist, dass ich noch Auto fahren darf und so weiter, verbietet mir nicht den Verbrennermotor, macht mir meine Ölheizung nicht madig, wenn ihr nichts Besseres habt. Das ist die Ursache. Und nicht, weil der Aiwanger die Grünen kritisiert. Ich kritisiere sie deshalb, um diese ideologischen Auswüchse der grünen Politik einzudämmen und zu sagen, liebe Leute, macht mal vernünftige Politik, hört auf die Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn ich dann schuld sein soll, dass deswegen Grüne angegriffen werden, also das ist wirklich eine Sündenbocksuche, da muss sie woanders suchen, bitte nicht bei mir. Haben die Grünen denn bisher versucht, die Blockierer bei der IA und so weiter runterzukochen, die Klimakleber runterzukochen? Ihr habt doch die also angeköchelt. Seid doch vorne mitgelaufen. Mein lieber Joschka Fischer war der Steinewerfer vorneweg auf Polizisten. Die Grünen brauchen sich nicht als die Superdemokraten generieren. Und wo war jetzt da der Skandal? Ach, bosnische Bildungsverweigerin, das ist doch wohl mehr als offensichtlich. Hier wird ein eindeutig rechter Politiker im 1:1 Gespräch auf einen Grünen losgelassen. Das ist gesichert unfair extrem. Verstehe ich nicht. Du wunderliches Wimmelbild. Es weiß doch jeder, dass rechte Politiker immer noch mit Gehirnzellen arbeiten, während Grüne schon lange auf Ideologiesynapsen umgestellt haben. Deswegen muss das Verhältnis auch immer mindestens 4-1 sein. Wie soll denn sonst eine vernünftige Diskussion zustande kommen? Eine Avocado lässt man ja auch nicht mit einem Uniprofessor diskutieren. Aber 4 Avocado schon, oder was? Liebe Fuzzis, ein Ehrenfuzzi hat mir ein Video zugeschickt, das ich unbedingt mit euch teilen möchte. Ich weiß leider nicht, wer der junge Mann in diesem Video ist, würde mich also über Hinweise von euch in den Kommentaren freuen. In dem Video ist zwar eine Telegram-Adresse eingeblendet, aber damit bin ich auch nicht weitergekommen. Aber hört euch mal an, was dieser junge Mann zu sagen hat. Dieselben Menschen, die am Wochenende gratismutig aufgeheißt deutsche Regierungsparteien durch deutsche Städte zogen, mit dem durchaus ehrbaren Ansinnen gegen Faschismus zu demonstrieren, unter Zuhilfenahme von Slogans wie Hass und Hetze ist keine Meinung, Nein zur Ausgrenzung, Nie wieder ist jetzt und mein persönlicher Favorit, jetzt können wir endlich herausfinden, was wir anstelle unserer Urgroßeltern getan hätten, haben mir und Millionen anderen völlig gesunden und zumeist ebenso völlig unpolitischen Mitbürgern noch vor wenigen Monaten aufgeheißt, deutsche Regierungsparteien den Zugang zum öffentlichen Leben, zu Schulen, Ämtern, Ärzten und Restaurants verwehrt, meldeten ihre Nachbarn den Behörden, weil die einen Weihnachtsgast zu viel im Haus hatten, forderten staatlich legitimierte Eingriffe in die Unversehrtheit aller Bürger, präsentierten Kollegen und Teammitglieder in zahllosen Unternehmen auf öffentlichen Proskriptionslisten, denunzierten ihnen völlig fremde Menschen bei deren Arbeitgebern, erklärten Mitbürger und Nachbarn pauschal zu Sozialschädlingen, Oma-Mördern und unsolidarischen Asozialen, befürworteten offizielle Zensur von Medien, Internet, Film und Funk, untersagten mir das Lesen auf einer Parkbank, diffamierten Verfassungsrechtler, Juristen und Grundgesetzverteidiger zu Staatsfeinden, enthoben nicht genehme Richter, Professoren und Akademiker ihre Ämter und verfolgten sie, verweigerten Menschen Mobilität, Verwandtenbesuche und das Reisen, nickten brav, als verfassungsmäßige Rechte wie die Unverletzlichkeit der Wohnung für überholt erklärt wurden, klatschten Beifall, als man sogenannten Impfverweigerern den Arbeitsplatz und andere verfassungsmäßige Rechte entzog, als man Millionen Menschen in diesem Land das Recht auf medizinische Behandlung verweigern wollte, als man drohte, Millionen ausgegrenzte Mitbürger unter Hausarrest zu stellen, in letzter Instanz mittels polizeilicher Maßnahmen Zwangsimpfungen zu unterziehen und notfalls in Lager zu sperren, als prominente Angehörige einer deutschen Regierungspartei beugehaft für Ketzer und Abweichler zum legitimen Mittel erklärten. Als hierzulande Menschen forderten, Kleinkindern ohne jegliche wissenschaftliche oder medizinische Grundlage experimentelle Geninjektionen zu verabreichen, zur Not auch gegen den Willen der Eltern. Sie cancelten, denunzierten und grenzten seit 1945 nie dagewesenem Ausmaß andersmeinende, andersdenkende Abweichler, Wissenschaftler, Journalisten oder Künstler im Namen des Volkswohls aus,
komisch und tut mir leid, aber so von Antifaschist zu Antifaschist nie wieder war bereits. Tja, ich denke wirklich, dass Fledermausier uns gezeigt hat, was für Menschen und was für eine Gesinnung in der Bundesinsolvenz Deutschland zu Hause ist. Und dass es für viele von uns noch lange dauern wird, bis wir uns von diesem Schock erholt haben werden. Und das sagt ein Fuzzi, der sich wie ein absolutes Schlafschaf verhalten hat und sich dreimal hat anstechen lassen, was ich heute sehr bereue. Aber ich habe nie Hassgefühle gegen all die Menschen entwickelt, die sich anders entschieden haben. Und ich habe auch nie aufgehört, mit diesen Andersdenkenden zu reden. Im Gegenteil, bei meiner dritten Beglückung ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht genau weiß, mit was ich denn da so beglückt werde. Klar kannte ich den Stoff, aber nicht die Dosis oder die Zusammensetzung. Waren alle drei flüssigen Geschenke genau gleich? Ich wusste das gar nicht. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, ich habe mich ja nicht die Bohne informiert. Im Gegensatz zu all den Andersdenkenden. Bin ich dann wirklich der Klügere? Und wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man heute die Frage beantworten mit Nein. Ich war der Dümmere. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich eine kleine Fuzzi-Challenge starten. Bitte schickt mir eure absurdesten, demütigendsten und unglaublichsten Fledermausier-Geschichten. Ich fange an. Eines Tages wollte ich mir ein Brot kaufen im Rewe. Im Rewe gibt es eine Bäckereikette, deren Namen ich besser nicht sage. In dieser Bäckerei wollte ich mein Brot kaufen. Ich ging dorthin und sagte, ein Brot bitte. Die junge Verkäuferin stand hinter einer sehr, sehr dicken Plexiglasscheibe und sie trug eine blaue medizinische Maske. Ich stand vor dieser sehr dicken Plexiglasscheibe und ich trug auch eine blaue medizinische Maske. Außerdem war ich damals schon geimpft. Ich sagte also, ein Brot bitte. Die Verkäuferin sagte, ja, haben Sie noch die andere Maske? Also die Bauschutzmaske. Die FFP2-Maske. Ich sagte, nein, leider nicht. Die habe ich zu Hause vergessen. Aber ich habe ja dieselbe Maske wie Sie, also die blaue medizinische. Bitte ein Brot. Sie sagte, nee, das kann ich Ihnen dann nicht geben. Dann war euer kleiner Fuzzi schon so ein bisschen am Köcheln, aber ich war immer noch konstruktiv. Ich sagte, okay, alles klar. Wir tragen zwar beide dieselben Masken, Sie stehen hinter einer dicken Plexiglasscheibe und wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, stehe ich im Rewe, wo alle mit blauen Masken rumlaufen und jeder bedient wird, aber ich kann Geisteskrankheit respektieren. Machen wir es einfach so. Sie gehen so viele Schritte zurück, wie Sie wollen. Ich gehe nach vorne, lege mein Geld hin. Dann gehe ich einen Kilometer zurück. Sie kommen nach vorne, nehmen mein Geld, legen das Brot hin. Das Ganze ist nochmal. Ich habe mein Brot, Sie Ihr Geld. Alle sind glücklich. Sie sagte nein. Ich habe nie mein Brot bekommen. Aber ich habe laut rumgeschrien, dass Sie alles Nazis sind. Es tut mir heute leid. Liebe Fuzzis, ich muss mal wieder ein Versäumnis eingestehen. Leider habe ich versäumt, euch über einen schweren Schicksalsschlag bei einem der allerliebsten deutschen Politiker zu unterrichten. Ach du meine Güte, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Doch, wutbrausender Wanderdrache. Es ist sogar extrem schlimm, aber der Reihe nach. Ihr kennt alle unseren früheren wunderbaren Gesundheitsminister Jens Spahn. Um Gottes Willen. Was denn? Nix, nix. Nee, sag halt. Das kann ich mir finanziell nicht leisten, Olli. Wieso? Du verdienst doch hier nichts. Eben. Egal. Also, der wunderbare Jens hat einen schweren Verlust erlitten. Er musste letztes Jahr seine Villa in Berlin für 5,3 Millionen verkaufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein, mein Sohn heißt Mohammed. Außerdem, was tut das überhaupt zur Sache? Vergiss es einfach. Aber warum ist das ein schwerer Verlust, wenn man seine Villa für 5,3 Millionen verkauft? Weil er sie einst für 5,5 Millionen gekauft hat, wissensloser Wanderdrache. Entschuldigung, aber woher hat ein Politiker denn so viel Geld zur Hölle? Das ist doch völlig unwichtig. Finde ich nicht. Jacqueline, der Jensi verklagt Leute, die über die Finanzierung seines Hauses sprechen. Ich weiß, aber den Prozess hat er verloren. Lass es uns trotzdem bitte ausklammern. Du bist so ein erbärmlicher Schisser, Brindel, ernsthaft. Apropos Schisser, lieber Herr Spahn, mein herzliches Beileid für Ihren Verlust. Und viel Glück für Sie, auch beruflich. Liebe Fuzzis, ihr wisst ja, dass wir hier alles tun, um die beste Partei der letzten 125.000 Jahre zu unterstützen. Die als einzige den Mut haben, uns die Wahrheit zu sagen.
Denn, Fuzzis, die Erde brennt und das überall. Aber auch hier gibt es beunruhigende Nachrichten. Denn diese Partei, ach was Partei möchte ich sie gar nicht nennen, dieser Begriff ist viel zu negativ belastet. Diese Ansammlung wunderbarer Menschen, diese Elite, sie hat Mitgliederschwund. Ich habe keine Ahnung, wie so etwas passieren kann. Und ich halte das für sehr gefährlich. Denn gerade diese Sendung braucht diese Clowns, Helden. Deswegen möchte ich euch, liebe Fuzzis, mal wieder um eure Hilfe bitten. Wenn ihr geeignete Kandidaten irgendwo seht, bitte schickt sie mir. Ich werde sie dann ansprechen und werde versuchen, sie zu überzeugen, Bündnis Nutzlos und Grüner Mist zu unterstützen. Denn die deutsche Satire braucht neue Helden. Natürlich möchte ich aber mit gutem Beispiel vorangehen. Hier einige zukünftige Wirtschaftsminister und Außenministerinnen, die ich bereits überredet habe. Ah! Happy New Year! Nun zu einem Thema, das mir große Sorgen bereitet. Ihr wisst ja, ich bin mit meinen 29 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Naja, du bist so sehr 29, wie Ricarda sportlich ist. Auf jeden Fall ängstigt mich die Krise unseres Gesundheitssystems. Aber vorab muss ich euch schockierende Bilder zeigen. Die AfD ist keine Protestpartei. Sie ist das Ende unserer Freiheit. Wir Omas haben noch Träume. Niemand soll Angst haben müssen. Nicht vor Armut, nicht vor Alter, nicht vor Klimawandel, nicht vor Obdachlosigkeit, nicht vor Hunger, Krieg, Deportation. Nicht hier, aber eben auch nirgendwo. Wir Omas sind auch Antifa. Antifaschistin, Antifaschistinnen aus Anstand. Alerta, Alerta, die Omas sind härter. Ja, Alerta, Alerta, die Omas sind härter. Verkalkt als früher. Und ich frage mich, Fuzzis, liegt das an unserer Medikamentenknappheit? Ist doch toll, wenn sich alte Menschen für irgendwas engagieren. Natürlich. Aber doch erst dann, wenn sie wieder gesund sind. Körperlich und geistig. Liebe Fuzzis, jetzt eine kleine Rechtsbelehrung, die mir ein Edelfuzzi hat zukommen lassen. Die ich sehr, sehr wichtig finde, denn mir war dieses Gesetz nicht bewusst. Und ich denke, das geht vielen von euch so. Keiner hat das Recht, über mich zu lachen. Ich habe das Recht, Frauenkleider zu tragen. Ich habe das Recht, das anzuziehen, was ich möchte. Ich habe das Recht, das anzuziehen, was ich will. Keiner hat das Recht, über mich zu lachen. Ich habe jedoch das Recht, anzuziehen, was ich will. Natürlich werde ich diese Rechtsbelehrung beherzigen und keinerlei Witze über diesen Mann machen. Ich meine, wer schießt denn auch auf intellektuell Unbewaffnete? Ob Boris auch ihn damit meint? Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Weißt du, was ich mich ja frage? Warum jemand, der Russisch sogar als Abiturfach gewählt hat, plötzlich vom Krieg gegen Russland schwafelt? Nein. Warum sagt er kriegstüchtig? Müsste er nicht wehrtüchtig sagen? Vergötterte Fuzzis, wie immer aus gegebenen Anlass jetzt mein Wort zum Sonntag am Freitag. Heute zum Thema ekelhafte Nazi-Vergleiche.
edelmütige Fuzzis. Seit wann haben wir Politiker ohne den geringsten Anstand? Die so verzweifelt sind, dass sie wirklich bereit sind, zu jeder hasserfüllten Verunglimpfung zu greifen. Seit wann haben wir Politiker, die scheinbar nicht das Geringste über Geschichte zu wissen scheinen? Seit wann haben wir Politiker, die so atemberaubend verlogen sind, dass sie sich ständig über die Verrohung des politischen Klimas beschweren, um dann im nächsten Atemzug zu den ekelhaftesten Vergleichen zu greifen, die jemals deutsche Politiker benutzt haben? Eine konservative Oppositionspartei, die hauptsächlich deswegen enormen Aufwind hat, weil die letzten Regierungen nachweislich sehr schlechte Arbeit geleistet haben, permanent mit einer Partei zu vergleichen, die für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war, der 70 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, ist so dermaßen maßlos widerwärtig, dass es unter Strafe gestellt werden sollte. Ja, die Politikersprache ist definitiv verroht, aber leider exakt von der Seite, die sich darüber beschwert. Einer Seite, die keine Kritik an ihrer Inkompetenz akzeptieren möchte, eine Seite, die einen verfassungswidrigen Haushaltsplan vorgelegt hat, die uns wirtschaftlich auf den letzten Platz geführt hat und die uns zum Gespött der gesamten Welt macht. Nazi-Vergleiche sind der ultimative intellektuelle und moralische Bankrott. Und für jeden dieser abartigen Hetzer, die scheinbar in der Schule dauerhaft gefehlt haben, empfehle ich die Filme Schindlers Liste, weil der Mensch erbärmlich ist, oder The Zone of Interest. Aber ich befürchte, unsere aktuellen Politiker sind moralisch dermaßen verrottet, dass sie auch nach Konsum dieser Filme zu Nazi-Vergleichen greifen werden. Einfach nur deswegen, weil sie Angst haben, ihre Macht zu verlieren. Schämen sollen sie sich. In diesem Sinne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Das war's, liebe Fuzzis. Bitte sichert unser Überleben durch Likes, Kommentare und Spenden. Und schaut doch mal in unserem Shop oder unserer eBay-Auktion vorbei. Und bei X. Und bei X. Und werdet mein Interviewgast nächste Woche. Könnt ihr auf eBay ersteigern. Und liebe Fuzzis, ihr wisst ja, dass ich als Hardcore-Intellektueller... Und da brauchst du gar nicht so blöde Grinsen, Jacqueline. Also, als empfindsamer und gesichert kulturextremer Mensch interessiere ich mich wirklich sehr, sehr für Kunst. Deswegen heute am Ende ein kleiner Zusammenschnitt meiner absoluten Lieblingskünstler. Und nein, Trampolina ist nicht dabei, auch wenn es kurz den Eindruck macht. In diesem Sinne, bis nächste Woche, der euch liebende Fuzzi. Bei 100.000 Followern gehe ich auf eine Demo gegen Schlafschafe.